Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Ihr hört es an der Stimme, ich bin noch nicht wieder hundertprozentig fit. Ich habe diese ganze Corona-Sache hinter mir und die hat mich echt von den Füßen gehauen. Wahrscheinlich, wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es schlimmer, keine Ahnung. Also alles funktioniert soweit wieder aus der Stimme und die Ohren vielleicht noch nicht so richtig, aber gut, das kann auch altersbedingt sein. Wie auch immer, gehen wir heute ran an eine Filmbesprechung. Das habe ich ja nun längere Zeit nicht mehr gemacht und ich habe die Wünsche, die mir zugetragen worden sind, natürlich auch respektiert und mir einen Film gesucht oder suchte einen Film. Und einer von euch hatte mir vor einiger Zeit schon eine E-Mail geschrieben zu dem Film 9. April. So, den hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen, hatte ihn aber auf dem Zettel. Und in der Corona-Zeit hatte ich natürlich so ein bisschen mehr Luft, weil man das meiste ja hier im Liegen macht dann und konnte mir einige Filme angucken und unter anderem auch den Film der 9. April. Entschuldigung. Ja, worum geht's da? Unternehmen Weseübung ist euch allen ja ein Begriff. Das Unternehmen Weseübung war ja die Besetzung Dänemark und Norwegens. Das ist ja am 9. April 1940 ging das ja los und das ging ja dann bis Juni 1940, ich glaube sogar bis zum 10. Juni. So, wir wollen uns natürlich nicht mit dem ganzen Unternehmen beschäftigen, sondern nur mit der Besetzung Dänemarks. Und dann wird ja immer wieder dieser Witz gebracht und ich sage es auch nochmal und dann sage ich auch nochmal was dazu. Das hieß ja immer, was machen wir heute? Ein Lanzerwitz war das. Was machen wir heute? Wir marschieren in Dänemark ein und was machen wir heute Nachmittag? Tatsächlich hat der Einmarsch und die Besetzung Dänemarks nur einen Tag gedauert, aber natürlich haben die Dänen sehr schnell eingesehen, dass das gegen die Wehrmachtseinheiten zu kämpfen nicht unbedingt zielführend ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich kenne die Dänen sehr gut, ich habe Dänen in der Familie und das sind tapfere Soldaten. Ich habe mit denen auch dienstlich schon zu tun gehabt und da sollte man jetzt nicht meinen, das sind Feiglinge oder so, sondern die haben ihren Teil geleistet im Zweiten Weltkrieg. Und die können sich da ganz offen und mit stolzer Brust hinstellen. Wir schauen uns aber trotzdem den Film an, der 9. April, ein Film aus dem Jahr 2015. Und wir begleiten eine dänische Einheit von Fahrradsoldaten oder Soldaten auf Fahrrädern, eine leichte Infanterieeinheit mit MGs und Gewehren, die quasi gegen die deutschen Eindringlinge kämpfen sollen. Und dieser Film, finde ich, ist sehr gut gemacht. Das spiegelt so ein bisschen wider dieser Zwiespalt der Soldaten. Was tun wir jetzt gegen den Bruder Deutschland? Kämpfen wir wirklich? Ziehen wir uns zurück? Die Offiziere wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und dann nimmt das eben alles so ein bisschen seinen Lauf. Was ich natürlich sehr interessant fand, war in den Recherchen nochmal, also wer hat da gegen wen gekämpft? Das war die 170. Infanteriedivision und die 11. Schützenbrigade auf der einen Seite, auf der deutschen Seite. Und natürlich dänische Verbände, also eine Krat-Einheit, mehrere Fahrradeinheiten, ein paar Infanterieeinheiten auf der dänischen Seite. Und tatsächlich hatten keine, oder die Soldaten, die dort gekämpft haben, keine Kampferfahrung. Also die Deutschen waren nicht im Polenfeldzug und sind nach Dänemark, sondern das waren frisch aufgestellte Truppen, die noch keine Kampfhandlung hinter sich hatten, so auch die Dänen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ausgegangen, wie es nachher ausgegangen ist. Da sage ich aber am Schluss noch mal was zu. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass da einige Szenen sind, die wir besprechen sollten, einige Fehler, die ich natürlich auch gefunden habe, aber da gehen wir gleich rauf. Ja, ich versuche das so gut es geht und ich würde sagen, heute mal ohne Fliege, die hier rumsummt, los geht's. So Leute, dann legen wir mal los hier. Wie gesagt, so gut es geht. Also erste Szene, die ich mir rausgesucht habe, ist quasi das erste Aufeinandertreffen deutscher Verbände und der dänischen Verbände. Jetzt sieht man hier auch schon gleich drei Soldaten. Kurze Erklärung hier. Das sind die Mannschaftsdienstgrade und das ist der Offizier hier. Das sind die dänischen M23-Helme, die sie hatten. Und hier vorne nochmal das dänische Emblem drauf. Hier dieser Kamerad, um den geht das auch in dem Film. Das ist ein Leutnant der, ich sag mal, dänischen Infanterie. Und er ist mit seinen Leuten hier in Stellung gegangen, um den Angriff der deutschen Verbände quasi aufzuhalten. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, und wir sehen hier auch diese Gewehre, die die beiden hier schon halten. Und dann können wir gleich mal kurz zur Waffenkunde gehen. Also das sind natürlich keine K98. Und ich habe es mir aufgeschrieben, das sind die sogenannten Krag-Jørgensen-Gewehre, die auch schon im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gekommen sind. Das kann man ja mal googeln, aber das ist auf jeden Fall authentisches Material der dänischen Infanterie. Gut, schauen wir mal weiter. Jawohl.
Ja, also wir sehen hier auch ein dänisches Maschinengewehr, auch ein Matzen-Maschinengewehr mit dem Magazin hier oben drauf auf einer Lafette. Und hier sitzen die anderen Soldaten. Was ein bisschen merkwürdig an der ganzen Geschichte ist, ist die Wahl der Stellung. Also aus meiner Sicht jetzt schlecht gewählt, weil MG ist ja meistens das erste Ziel, was bekämpft wird, weil es am meisten Schaden anrichtet. Und dann steht das hier quasi im Vorderhang. Also die haben die Lafette so aufgebaut, dass sie über den Hang rüber guckt, was ja für die Zielfindung natürlich super ist. Allerdings ist der MG-Schütze exponiert und auch der Ladeschütze ist exponiert. Das heißt, beim Magazinwechsel müssen beide aus der Deckung raus und werden dann für, ich sag mal, einzelne Gewehrschützen, Scharfschützen oder MG-Schützen leichtes Ziel. Man hätte das so einbauen müssen, dass es quasi hinter der Deckung steht und tatsächlich nur hier der Lauf rüberragt, so wie man es auch in der Stellung sieht bei verschiedenen Filmen. Das ist nicht so günstig gewählt, aber gut. In Deckung 225. Verstanden. So, halten wir mal kurz an hier. Also die Deutschen kommen schon angerauscht. Wir haben hier schon gesehen, gerade über die Kuppe kamen Kratzschützen, also die deutschen Kratzschützen, ein Fahrer daneben, ein Beiwagen und da ein MG42 oder MG34 drauf, je nachdem. Und hier kommen die ersten Panzerspähwagen, also die PSWs quasi nach vorne gerauscht. Und hier sieht man natürlich einer, der hat hier gleich eine Antennenanlage obendrauf für Funk. Also der Funkwagen, wundert mich, dass der vorne wegfährt, weil der Funkwagen, wenn er getroffen wird, dann ist schon mal Essig mit Funken. Aber gut, es sei dahingestellt, ist auf jeden Fall ein PSW 223. Könnt ihr nochmal googeln, das sind tatsächlich Panzerspähwagen, die diese Funkantenne auf dem Dach haben. So, dann gucken wir noch mal weiter. Also hier der mit der Antennen, mit dem Antennenaufbau, also der 223. Das hier müsste dann 221 sein, weil ich hier nur ein MG sehe im kleinen Drehturm. Das hier müsste eigentlich dann ein Panzer 2 sein. Wie man das schön sieht, hier Kommandant liegt oben noch in der Luke drin und hier sind die Kratzschützen. Das gucken wir uns gleich noch mal an. So, jetzt können wir es ganz genau sehen. Also hier tatsächlich der 223er mit der Antennenanlage drauf. Hier der MG-Schütze, der schon getroffen wurde, mit dem MG42 hier vorne montiert auf dem Krat. Dass die Kratzschützen direkt vorfahren. Normalerweise sind das ja Aufklärungseinheiten, die weit vor dem Verband fahren und melden, was los ist. Dass sie jetzt hier in der Entenmarschkolonne fahren, okay, das ist dem Film geschuldet. Wird in der Regel normalerweise nicht so gemacht. Aufklärungseinheiten sind immer weit vor der Truppe und melden, was los ist. Anders in die Pollen ab! Ich auch! So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen hier, was hier genau passiert. Also die Panzerspähwagen, die natürlich immun sind gegen MG-Beschuss, können hier natürlich mit dem Turm MG wirken und könnten natürlich dieses MG, das exponiert ist, sehr leicht, ich sag mal, aus der Deckung schießen, wenn sie es denn schon gesehen haben. Was mich auch noch wundert, ist, erster Feindkontakt und die Sichtklappen des Fahrers sind noch hoch. Normalerweise machen sie die zu, dann sind da nur noch Schlitze und eigentlich müsste denn der, ich sag mal, befehlshabende Offizier, wer auch immer, sofort die Panzer vorschicken, weil die ja noch besser also besser gepanzert sind als die Dinger hier und außerdem haben die keine Reifen, sondern die haben Ketten, ist ja klar. Aber gut, soll ja ein bisschen spannend sein alles, ne? Neues Magazin! So, und das meinte ich mit dem mit dem Exponieren. Ne? Also der kommt da hoch. Im Feuergefecht sieht man halt nur eine Silhouette von den Leuten und wenn da sich was bewegt, dann wird drauf gefeuert. Wenn jetzt der MG-Schütze im Turm vom Panzerspähwagen clever gewesen wäre, eine MG-Gabe und dann wäre das ausgeschaltet. 233, warten Sie auf die Infanterie. Verstanden.
So, jetzt geht der Panzer auch mal ein bisschen in Action. Also hier Panzer 2 und natürlich der Panzeraffine von euch wird sofort sehen, das ist natürlich kein originales Nachbau. Ne? Da die Wanne ist hier eine andere und der Aufbau ist eine andere, aber der Aufbau ist anders. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal zu. Die haben natürlich keine Originalen mehr, sondern Nachbauten sich geholt. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Das Ding fährt auch öfter mal auf polnischen Militärshows durch die Gegend. Da haben sie 3 oder 4 Stück von diesen nachgebaut haben. Und der ist hier quasi für den Film mal genutzt worden. Maschinengewehr! 225 und 212, die rechte Flanke decken! Jawohl! Zwei Panzerfahrzeuge rechts der Straße! Neues Magazin! Beeilung, 233! Jawohl, Herr Leutnant! Was mich auch wundert, warum der Panzer seine 20 mm Kanone nicht einsetzt, aber damit hätte er vielleicht einen Feuerstoß gemacht und dann wäre das auch erledigt. Aber vielleicht sind die auch noch zu unerfahren oder die sind sich nicht sicher oder haben andere Befehle, ich weiß nicht. Ja, und das ist auch wieder so eine Eigenart, die haben wir in den russischen Filmen ja schon gesehen. Also schön aufrecht stürmen über die Wiese, wenn da feindliches MG-Feuer auf mich einhämmert, dann biete ich eine gute Zielscheibe. Also das ist auch wieder so ein bisschen schlecht dargestellt. Natürlich, wenn irgendjemand auf dich schießt, dann schmeißt du dich in die Erde und dann guckst du und dann stürmst du vor, springst, läufst, rennst, rollst, keine Ahnung, aber gehst hier nicht vor wie, ja, wie die 300 und naja, wie auch immer. Ja, 12 nach 233. Feuern Sie auf die Straße. Jawohl, Herr Leutnant. So, jetzt haben wir gesehen, MG42 kommt zum Einsatz. Zieh mich zurück. Wir ziehen uns zurück. Rückzug. Los. 212, Ihnen nach. 219, wir ziehen uns zurück! Wir haben ihn! Ach, Scheiße, ja! Schieß auf sie! Er schießt sie! So, wie sie das jetzt gemacht haben, weiß ich nicht, ob da verehrte Kugel im Motor eingedrungen ist oder was weiß ich. Kann ich mir alles nicht vorstellen, wie das jetzt plötzlich getroffen werden kann mit einer MG-Gabe, aber gut. So, und das ist jetzt der Panzer II, der hier eingesetzt wird. Schießt aber scheinbar nur das MG, wenn ich das richtig sehe, und nicht die 20 mm Kanone. Los, hilf ihm! Oder war das doch die 20 mm? Wie sieht's aus? Ziemlich schlimm! Wir brauchen Hilfe! Los, komm! Zieh dich zurück, Männer, los! Ja. Und jetzt sieht man auch schon, die Flanken sind jetzt schon eingedrückt, die rücken weiter vor. Jetzt haben sie hier noch einen Schützenpanzerwagen 251 am Start, der jetzt vorrückt mit allen mit MG auf dem Dach bzw. MG-Schütze, der oben in der Wanne noch steht. Das ist natürlich auch kein Originalfahrzeug, das ist natürlich ein OT-810, also ein Nachbau. Tschechischer, den sehen wir ja öfter in den Filmen, aber wie gesagt, ist alles gut gemacht und was auch interessant ist, die Fahrzeuge sind auch alle schön frisch und neu lackiert, genauso wie sie aus den Depots kommen, weil die haben ja auch noch keine Kampfeinsätze hinter sich, haben die Dinger gewienert, hatten ja auch Zeit dafür und deswegen passt das, finde ich, auch historisch gut, was sie uns da präsentieren. Wir müssen hier weg!
23, die Munitionstasche! Casey, hol sie die Munitionstasche! Wir müssen weg hier! Wir müssen sofort weg! 92, das MG mitnehmen! Lassen Sie den Dreifuß stehen! Los! So, das erstmal zur ersten Szene, das erste große Gefecht am 9. April. Also finde ich schon mal spektakulär. Fahrzeuge ordentlich was dran gekarrt und authentisch, bis dann natürlich die Nachbauten. Aber gut, finde ich schon gut gemacht und die Kampfabläufe auch relativ gut gemacht. Gut, die Position der MGs, da hatte ich ja schon was zu gesagt. Und die Deutschen, die sich auch wieder mal ein bisschen doof angestellt haben, so eine leichte Einheit da in den Feldern, hätte man mit einem Panzervorstoß oder die gepanzerten Fahrzeuge schnell vorrücken. Die sind ja nun mal schnell, hätte man die natürlich, ich sag mal, sehr schnell flankieren können. Aber es musste ja so ein bisschen, ne, Geschissele da sein. Also fand ich schon mal gut. Ja, kommen wir mal zur nächsten Szene, die ich mir rausgesucht habe. Also hier ist quasi wieder ein Angriff, der abgewehrt wird. Nur sind es jetzt nicht nur Infanteristen mit Maschinengewehren, sondern tatsächlich sind hier auch noch mal dänische Kratzschützen dabei mit 20 mm Kanonen bzw. leichter oder schweres MG wird es ja genannt, mit dem Madsen MG. Also die Firma Madsen hat MGs produziert, einmal die kleineren Maschinengewehre und die schweren Maschinengewehre und scheinbar auch 20 mm Kanonen und dieses hier montiert auf dem Cut, das sehen wir aber gleich. Die Deutschen greifen an, was mich hier ein bisschen wundert ist, in dem Wissen, dass die Deutschen kommen, stehen die ganzen Zivilisten hier rum und warten, was da passiert und diese Barrikade, die da aufgetürmt ist auf der Straße, ich sag mal, die kann man auch leicht umfahren, wenn links und rechts jetzt große Wasserläufe wären, wäre das was anderes, aber okay, gucken wir uns doch mal an. So, da sieht man das auch hier, das sind ja unsere Infanterie-Jungs vom Anfang, die hatten wir ja schon. Und da sind hier diese Kratzschützen, die haben teilweise MGs auf ihren Beiwagen und teilweise auch diese 20 mm Kanone. Und hier hinten sehen wir schon die Deutschen anrücken. Also wenn die schon so dicht dran sind, dann ist das schon wirklich interessant. Jetzt gucken wir hier nochmal auf das Ortsschild, das kann man sehen, Krusa. Krusa ist ein Grenzübergang Deutschland-Dänemark bei Flensburg. Das ist alles authentisch, weil da sind auch Gefechte oder in der Nähe von Krusa haben auch Gefechte stattgefunden. Das ist übrigens auch der Grenzübergang, wenn wir in Urlaub fahren, donnern wir auch immer über Krusa. Also dann habe ich mir alles schon mal angeguckt. Ne? So, da sieht man auch das Ding hier. Also das hier ist die 20 mm Matzenkanone oder 20 mm Kanone Matzen. Die wird wahrscheinlich hier geladen. Ich kenne das Ding nicht von der Technik her. Und dann kann man feuern und dadurch, dass die auf dieses Krat montiert ist, sind die natürlich beweglich. Und so eine 20 mm ja, Granate oder Geschoss, das tut natürlich so einem Panzerspähwagen auch schon weh. Bring die Kinder hier, Herr Leutnant, erwarten Befehle. 219, das Maschinengewehr aufbauen. 212, schaffen Sie die Leute hier weg. Jawohl. Los, schnell. Schafft sie weg. So, ich habe kurz vorgestoppt. Also man sieht tatsächlich auch, die sind in Feuerstellung gegangen. Der erste Schuss peitscht hier rauf, peitscht hier raus in die Kolonne, die hier am Waldrand längst tuckert, sich schön seitlich exponiert für das 20 mm Geschütz. Der Kommandeur oder der Kampfgruppenführer, was auch immer, müsste das als sofortige Bedrohung erkennen für seine Fahrzeuge und auch sofort das Feuer eröffnen auf dieses MG oder auf diese 20 mm Kanone. Ja, und das ist natürlich total furchtbar, dass die zivile Bevölkerung noch hier rumsteht, dass vorbeifliegende Kugeln ja auch mal jemanden treffen können. Also das ist wirklich furchtbar. Hier die Kratzschützen mit ihrer Kanone packen ein und sehen zu, dass sie Land gewinnen. Was mich dann auch immer wundert, ist, wenn die Deutschen schießen, auch aus MGs, Fahrzeugen oder so, dass das alles hier rumkreist wie in alle Richtungen. Also die MGs sind ja in der Regel fest montiert. Das heißt, man hat einen Schwenkbereich von links nach rechts, ist relativ stabil, schießt ja nicht frei Hand und man sucht sich natürlich mit einem MG, wer damit schon mal von euch geschossen hat.
das Ziel, und wenn man nicht direkt trifft mit dem ersten Feuerstoß, dann schießt man ins Ziel, also das wandert ins Ziel hinein. So macht man das ja auch. Aber dass die hier nichts treffen, ist... So, hier haben wir wieder den Panzer-Spähwagen 223 mit der Antenne, das hatten wir ja schon mal. Und hier bei diesem Krat haben wir auch das MG montiert auf dem Beiwagen. Auch wieder super gemacht. Man sieht hier die Abpraller an der Panzerung, hier oben der MG-Schütze drauf, den Deckel hier oben, das ist natürlich der Bauweise von dem OT-810 geschuldet, also der normale Schützenpanzerwagen war ja eigentlich soweit offen, also so eine Luke hier oben muss ich jetzt passen, also kenne ich so nicht. Normalerweise ist hier so ein Schild gewesen und dahinter stand dann der Schütze und hat dann gefeuert, aber gut, das sieht mir auch verdächtig nach einem MG-42 aus, bin ich sicher, kann ich nicht genau erkennen. Unsere Befehle! So, hier haben wir wieder unseren kleinen Hutschefiedel. Panzer 2 in voller Fahrt kommt hier angemarschiert. Und hier sieht man auch wieder sehr schön. Also, wir haben es toll gemacht, ohne Frage. Turm dreht sich hier, alles klar. Klappen hier, alles beste Werte. Natürlich die Buggeschichte passt ja überhaupt nicht. Ne? Also, der war ja viereckig. Wenn man sich das mal ganz genau anschaut, ist gut gemacht. Also, kriege ich einen Daumen hoch, finde ich gut. Ja, und da ist so eine Panzersperre natürlich Wahnsinn, wenn der einfach so durchmarschiert wie das heiße Messer durch ein Stück Butter. Mach schon, mach schon, mach schon! Kann jemand Laster fahren? Ja, ich, Leutnant. Dann los! Ja, das soll es dann auch gewesen sein zu der Szene. Also wieder, finde ich, gut gemacht. Gut, die Stellung und die Waffenwirkung sei dahingestellt, aber von den Fahrzeugen her und so weiter war das super. Tatsächlich diese exponierten Stellungen, sich mitten auf die Straße stellen mit so einem 20mm Kanonenkratt und dann, da braucht ja nur ein Panzerspähwagen anhalten, genau anvisieren und radadabom, dann sind die Jungs auch weg. Gut, das im normalen Kampf hätte das anders ausgesehen, aber für den Film, sage ich mal, sollte ein bisschen Action sein. Gut. Das dazu. Ja, nächste Szene, die wir uns angucken, ist quasi jetzt der Endkampf in der Stadt. Und zwar geht es hier ja hauptsächlich um das Stadtgefecht gegen die deutschen Angreifer und auch wie ausweglos die Situation ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So. Mitgezählt, der erste kommt rüber, der zweite kommt rüber, der dritte wird getroffen. Das heißt, wenn ihr mal im Häuserkampf seid oder im Straßenkampf, wenn zwei gelaufen sind, dann lauft ihr nicht los, sondern wartet erstmal ab und dann läuft wieder jemand los. Weil irgendwann hat sich der feindliche Schütze eingezielt auf den Bereich, wo ihr rüberstürmt und dann wird geschossen. Ja, das finde ich auch interessant. Die Deutschen kommen hier angerückt mit dem LKW. Benzin hier, alles wunderbar und halten quasi in der Feuerlinie an. Konnte der Fahrer vielleicht nicht wissen. Bisschen spektakulär, aber gut. So, jetzt sind wir hier schon bei einer anderen Geschichte. Also das ist auch ein Panzerspähwagen, aber ihr seht, der hat eine 20mm Kanone und auch ein MG drauf. Das heißt also, das ist die nächste
Version, das ist denn der 222, also der Panzerschwebwagen 222. Wir hatten ja jetzt 223 mit Antenne, 221 MG, 222. Kann man sich alles mal durchlesen. Auf jeden Fall ist das eine andere Klasse. Und diese 20mm Kanone, die macht natürlich ordentlich Musik. Und deswegen sollte man jetzt auf jeden Fall in Deckung gehen. Die sind schon da! Los, weg da! Fixstellung dort! Verlasse Position! Brauche Deckung! Verstanden! Jereskov, komm! Wir müssen weg hier! Andersen! Andersen! Ja, man muss sich quasi in den Häuserkampf Straße um Straße vorkämpfen. Die ziehen sich zurück, die rücken vor. Und das ist, so wie Stalingrad auch damals war, ordentlich verlustreich. Also hinter jeder Ecke kann einer sitzen, wobei in diesem Häuserkampf werden, im Straßenkampf, werden nur die Straßen benutzt und die Hinterhöfe und noch nicht die Häuser selber. Also die kommen hier noch weiter nach vorne. Das sieht in anderen Gefechten schon ganz anders aus. Herr Schießt ihn! Herr Leutnant! Andersen, Jereskov! Rückzug, Rückzug! Geht hier in Stellung! Geht in Deckung! Los! Feuerschutz! Kommt hierher! Stellung halten, solange es geht! Jawohl! So, auch für den Leutnant eine beschissene Situation, Entschuldigung. Aber Munition ist knapp, keine Verstärkung kommt. Die Deutschen rücken immer weiter vor. Er weiß nicht um den Stand. Kapitulation, ja, nein. Wie sieht's aus? Wird noch gekämpft? Das merkt man in dem Film, sieht man das dann auch, wenn er am Anfang diese Kämpfe da austrägt und er bittet immer um Unterstützung und will wissen, was los ist. Da sagt keiner der Führung irgendwie Bescheid und er hängt also so ein bisschen in der Luft. Das ist immer so ein bisschen abwägen, finde ich, in dem Film. Kämpfe ich jetzt weiter oder gebe ich jetzt auf? Opfer ich meine Leute? Opfer ich sie nicht? Wofür das alles? Das kommt in dem Film ganz gut rüber. Das muss man aber natürlich mal sich anschauen, wenn man halt den Film selber schaut. Ne? Holt das Maschinengewehr noch frei! Wir brauchen Munition, Herr Leutnant! Hier. Wir ziehen es zurück! Zurück! Komme! Renn lassen! Geht in Deckung! Justus, ein Rückzug, Herr Gott, nochmal! Komm, decken Sie Justus von rechts! Verstanden! Justusen! Justusen! Lassen! Wir holen Justusen! Komm! Graben, geben Sie uns Feuerschutz! Gib uns Deckung, Graben! Jetzt holt ihn! Soldaten, deckt uns! Lassen, los, wir gehen! Jetzt! Passen, los, die links und rechts! Jawohl, ich hab ihn! Schnell, darüber! Ja, ist auch mal schwierig, ne? Feuerschutz geben, die anderen niederhalten, den Kameraden versuchen zu bergen, zu riskieren, dass man noch einen Mann verliert. Also, Verwundetenbergung ist immer schwierig, finde ich. Hier legen wir ihn ab! Wir müssen die Blutung stoppen! Wir müssen die Blutung stoppen! Hierher! Komm zu mir, los! Herr Leutnant! Jereskov! Herr Leutnant, wo sollen wir hin? Zieht euch zurück! Los! 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 Komm schon! Mich an! Wir haben keine Munition mehr! Justus, halt durch! Du musst atmen! Atmen! Herr Leutnant, er stirbt! Wir brauchen Hilfe! Herr Leutnant! So, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Kampf, Gefecht ist furchtbar, es knallt und es
ballert überall, die Deutschen rücken vor, du hast Verwundete, du hast keine Munition mehr, du hast beschissene Stellung. Und da ist der Führer natürlich gefragt, dass er Entscheidungen trifft, weil immer mehr Rufe werden laut, was sollen wir tun und so. Und man muss natürlich seinen Männern dann klare Entscheidungen vorgeben. Man muss seinen Männern klare Entscheidungen vorgeben und die Ruhe bewahren. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig in so einer Situation. Das wird auch sehr gut dargestellt hier, finde ich. Uns geht hier die Munition aus! Lust, schau mich an! Du darfst die Augen nicht zumachen! Schau mich an, ja? Herr Leutnant, wie lauten die Befehle? Herr Leutnant, die Befehle! Herr Leutnant, was sollen wir tun hier? Herr Leutnant, wir brauchen einen Sanitäter! Herr Leutnant, Befehle! Schau mich an, Justus! Herr Leutnant! Ganz ruhig, du schaffst das! Wir schaffen das, Mist! Tut so weh! Was sollen wir tun, Herr Leutnant? Das war's! Das ist vorbei! Er hat seine Entscheidung getroffen. Er gibt auf. Was soll er jetzt noch machen? Also seine Leute aufreiben lassen? Also es ist eine schwere Situation. Er weiß ja auch nicht, was da hinten passiert. Ne? Das ist schwierig. Jetzt denkt man natürlich, warum hat der deutsche Soldat noch geschossen? Der wusste ja noch nicht, was los war. Guckt um die Ecke, sieht den Feind, ist sowieso voller Adrenalin und dann schießt man. Und so sind ja auch schon Leute, die sich ergeben wollten, erschossen worden, weil man das einfach nicht rechtzeitig mitgekriegt hat oder einfach nicht schalten konnte. Man sieht eine weiße Flagge, aber man sieht die Hände hoch und dann wird trotzdem abgefeuert und denkt man sich, scheiße, warum habe ich das gemacht? Wir kapitulieren! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Wir kapitulieren! Wir kapitulieren! Wir schießen! Hände hoch und rauskommen! Wir schießen, wir kapitulieren! Wir schießen! Wir schießen! Wir schießen! Alle die Hände hoch! Nehmt die Hände hoch! Kommt hinter mich, Soldat! Kommt! Ganz langsam! Und die Hände nach oben! Hinter mich! Alle Mann! Hände hoch! Nicht schießen! Wir haben keine Waffen! Wir kapitulieren nicht! No, nur mal kurz hier die Deutschen abchecken. Ja. Ein Offizier sieht hier auf jeden Fall ein Offizier aus, natürlich Maschinenpistole dabei, Kartentasche, Breeches hat er an, also diese Reithose quasi und Stiefel, weißes Hemd darunter ist ja natürlich klar und die ganz normalen Lanzer hier mit den Knobelbechern, Klappspaten und mit dem Karabiner K98, hier sieht man auch noch die Waffenfarbe weiß, also passt alles von der Ausstattung, finde ich. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Ja, wahrscheinlich immer noch der Offizier, der hier rumsteht, warum auch immer, Sanitäter, passt auch alles. Hier steht nochmal der Panzerspähwagen, der PSW, ein deutsches Krat. Ich würde sagen, das ist ein G, was ich hier sehe drauf, aber nur ganz schwach. Und ja, die Gefangenen sitzen hier. Mal gucken, was wir noch sehen können gleich. Ja, mittlerweile werden die abgeführt, die Kameraden. Er noch mit seinen Männern zusammen. Normalerweise werden die Offiziere von den Mannschaften getrennt, wegen Verhör, was auch immer. Aber er marschiert erstmal mit seinen Leuten jetzt hier raus. Leutnant, ich muss mit Ihnen sprechen. Ram, ich bin Stellvertreter. So, deutscher Offizier, den gucken wir uns auch eben nochmal an.
Also erstmal, die Pistolentasche sitzt eigentlich auf der falschen Seite. Normalerweise wurde die links getragen, das habe ich ja schon mal erklärt, dieses Rumgreifen und nicht hier wie John Wayne. Aber gut, das ist natürlich Anfang des Krieges, hat vielleicht jeder noch so gemacht, wie er will. Aber jetzt einen großen Fauxpas und das natürlich in die Richtung der Ausstatter, aber das weiß auch kaum einer so richtig. Also wenn wir uns die Offiziersmütze hier anschauen von dem Herrn, was ist er, Oberleutnant, also die weiße, also die Kordel, die silberne Kordel, Offiziersmütze ist klar. Normalerweise haben die Offiziersmützen ja Hoheitseffekten gestickt. Das muss nicht sein, das kann aber sein. Und der Adler ist auch Metall oder gestickt, also sollte gestickt sein. Ist egal, ist Anfang des Krieges. Was aber richtig falsch oder richtig schlecht ist, dieser Adler hier ist nicht von der Wehrmacht, sondern der ist von der Waffen-SS. Die sehen tatsächlich unterschiedlich aus. Das weiß man aber auch tatsächlich nur, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, weil er eine andere Schwingform hat. Und das ist auf jeden Fall nicht der richtige Adler. Also da müsste man mal anrufen bei den Filmmachern und sagen, also wer euch da beraten hat, der hat Mist gebaut, weil das ist falsch. Klugscheißmodus aus. Das ist nicht notwendig. Herr Leutnant? Ich bin Oberleutnant Becker von der 170. Infanteriedivision. Und wir sind von der 4. Kompanie, 2. Zug, Herr Oberleutnant. Ich bin Leutnant Sand. Sie und Ihre Männer unterstehen ab sofort meiner Obhut und werden zurück in die Kaserne gebracht. Das heißt, wir kommen nicht ins Gefängnis. Ich dachte, wir wären Kriegsgefangene. Ich hätte eine Frage. Warum bitte haben Sie so lange gekämpft? Nun, wir sind Soldaten und kämpfen für unser Land. Ich verstehe die Frage nicht. Es war nicht notwendig, dass so viele Männer ihr Leben lassen mussten. Ihre Regierung hatte bereits kapituliert. Das heißt also, all unsere Freunde sind für rein gar nichts gestorben? Das wussten Sie nicht? Nein, wusste ich nicht. Wann haben wir kapituliert? Vor ein paar Stunden. Ja, das soll dann hier auch enden. Also ob das genau so gewesen ist, wird man nicht feststellen können. Tatsächlich fand ich in dem Film, war gut dargestellt, dass die Kommunikationswege von der Regierung über die höhere Armeeführung bis hin zum kleinen, sag mal, Leutnant oder Oberleutnant, wie auch immer, die waren ganz, ganz schlecht. So, und wenn die Regierung kapituliert, ist das Erste, die Truppen müssen informiert werden, damit die ihre Waffen niederlegen. So, und vielleicht wusste dieses Armee-Hauptquartier das schon oder ist nicht weitergekommen. Auf jeden Fall haben die einfach gekämpft und gekämpft und gekämpft, obwohl es schon vorbei war. Ja, das soll auch erstmal die Bewertung der verschiedenen Szenen hier abschließen. Ich musste zwischendurch immer ein bisschen mehr schneiden, da erzähle ich aber gleich nochmal was zu. Im Outro oder im Abspann? Im Abspann. So, einmal zu dem historischen Hintergrund noch. Also unterm Strich nachher bei den Kämpfen sind, und ich muss es genau nachlesen, 17 Dänen und 20 Deutsche gefallen. Also bei der gesamten Besetzung Jütlands. Also Jütland ist quasi das dänische Festland. Also von der Flensburger Grenze bis hoch nach Aalborg, das ist Jütland. Und dann haben wir ja Kopenhagen auf den Inseln, das ist ja nicht Jütland. Weil es gab auch noch Kampfhandlungen bzw. Fallschirmtruppen, die in Kopenhagen abgesprungen sind und dort eben ihre Sachen gemacht haben. Das ist nun nicht Bestandteil dieses Films. Auf jeden Fall bei den Kämpfen um Jütland ist diese Anzahl an Soldaten umgekommen. So, das einfach nochmal dazu. Dann, ich musste öfter mal schneiden, weil mich die Stimme so ein bisschen verlassen hat und weil das manchmal nicht so funktioniert hat. Deswegen seht mir das nach. Mir ging es aber darum, dass ich den Film einmal mit euch bespreche. Also unterm Strich finde ich das, wenn wir mal gucken, Ausrüstung, Waffen, Fahrzeuge, Uniform, alles tadellos, also zwei, drei kleine Fehler. Dann militärische Stellung, strategisches Vorgehen. Gut, dem Film natürlich ein bisschen geschuldet, aber trotzdem finde ich gut dargestellt. Und dann der ganze Film mit der Handlung, auch diese Probleme, die die Offiziere dort hatten und die Mannschaften und der Glaube und das Krieg gegen den Nachbarn und so weiter und so fort, sehr gut dargestellt. Also ist nicht so ein Action-Reißer, wo das nur die ganze Zeit rumballert, sondern ist auch ein bisschen nachdenklich und ich kann den Film wirklich empfehlen. Sollte man sich angucken, 9. April, Angriff quasi auf Dänemark. So.
Genug geredet. Meine Stimme ist jetzt auch fast weg. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es hat euch ein bisschen abgeholt. Wie gesagt, für die, die noch keine Abonnenten sind, würde mich freuen, wenn ihr den Weg zu einem Abonnenten findet. Für die neuen Kanalmitglieder, die dazustoßen, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Falls ich was vergessen habe oder falsch erklärt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kommt es in den Fehlerteufel. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und auf bald.